das hebe ich nicht auf. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monkey Island 4. So, dann schnell nochmal zurück. Holen wir uns noch den... eine Version hier vom LeChuck-Gedöns. Moment, hier runter. Und das werden wir dann mal in dem Herrenhaus anwenden. Hopp, hopp, hopp. Hatte ich das tatsächlich ganz vergessen. Naja, man ist ja zum Glück einigermaßen schnell wieder hier. Hey, hör auf! Jede Menge leere Parfumzerstäuber. Ein Fläschchen Parfum. So, kann ich das schon mal mitnehmen? Ja, kann ich, sehr gut. Okay, danke. Mehr wollte ich auch gar nicht. Gehen wir mal wieder. So, das ging ja erstaunlich schnell. Ein Minütchen, was mehr hat es gedauert. Hi. So. Ich glaube, das war hier bei dem Schnabeltier, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist mein eigenes? Okay, nehmen wir das mal. Was soll das werden? Und was ist das für ein Gestank? Sie haben ein Schnabeltier besudelt. Himmel, sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Jetzt muss ich einen neuen Stock bestellen. Ich dachte schon, er würde nie verschwinden. Na, so ein Pech aber auch. So, dann schauen wir doch mal. Ja, da hat sich hier einiges hier mitgenommen aus Australien. Armes Ding. Armes, grausames, blutrünstiges Riesenkrokodil. Hoffentlich läuft mir das Biest, das dieses Ei gelegt hat, nie über den Weg. Vielleicht eins der Hühnchen. Ein Wombat. Armes Ding. Armer, gefährdeter Riesenwombat. Armes Ding. Armer, dämlicher Riesenkoala. Wombats, Koala. Die ganzen YouTuber hier. Armes Ding. Armer, knuddeliger Riesendingo. Armes Dingo. Das riecht ja ekelhaft. Ja. Armes Ding. Armes, verdammtes, unglückliches Riesenkänguru. Armes Ding. Armer, knuddeliger, armes Ding. Armer, knuddeliger Riesendingo. Nicht die Waffen töten wilde Tiere. Ozzy tötet die wilden Tiere. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube, das wäre dann erstmal alles. Uns hier noch irgendwie dran gütlich tun? Nö, ich glaube eher nicht. Es gibt auch ein Baby-Koala. Armes Ding. Armer, dämlicher Riesenkoala. Ja, das ist hier ein Baby-Koala. Da ist noch so ein Schnabeltier. Armes Ding. Armes, wehrloses Riesenschnabeltier. Okay, das scheint es wirklich hier gewesen zu sein. Es sieht so aus. Okay. Na gut, ich überlege gerade mal, muss mir hier warten? Bis der jetzt wieder zurückkommt.
Ah, ich gehe mal nach Luca Town. Ah, da kommt er. Gut. Sind Sie immer noch da? Ja, jetzt nicht mehr. Bin schon wieder auf dem Weg. Nein. Da möchte ich nicht hin. So, dann können wir jetzt nämlich mal in den Stöcke-Laden gehen. Den Laden der Stäbe mal wieder. Ne, Haus der Stücke, was genau? Hallo. So, ich schätze mal, das dürfte jetzt der neue Stock sein, oder? Ja, genau. Ich glaube, wir sabotieren den mal ein wenig. Diese kleinen Bastarde erkennen Edelhölzer auf den ersten Blick. Freddy, ist mein neuer Spazierstock fertig? Oh, natürlich, Mr. Mandrill. Er ist dort auf der Bank. Creepwood, möchten Sie sich etwa einen eigenen Wanderstab zulegen? Hey, Sie werden noch ein richtiger Gentleman. Wie ein Affe mit einem Hut. Ja, die sind witzig. Hey. Setz mir den Stab auf die Rechnung, Freddy. Und wehe, du versuchst, mich übers Ohr zu hauen. Ja, Sir. War mir ein Vergnügen, Mr. Mandrill. So, praktisch. Jetzt haben wir hier eine Spur, der wir folgen können. Nichts als Sägespäne. Cool, cool. Aber das machen wir später. Jetzt gucken wir erstmal, ob der Prothesenverkäufer einigermaßen mit unserem neuen Geruch was anfangen kann. Also ab zum Paradies der Prothesen, wo sich alle Prothesen wohlfühlen. Hi. Ich habe ja was Selbstgemachtes. Übrigens. Mann, den Geruch kenne ich nur zu gut. Ich darf mich nicht beschweren. Immerhin ist Newton D. Erroneous mein bester Kunde. Newton D. Erroneous. Der Mann kauft hier regelmäßig künstliche Nasen. Wirklich? Er ist wirklich ein guter Freund von mir, ja? Wir haben uns aus den Augen verloren und ich vermisse ihn so sehr, dass ich eine Duftprobe angefertigt habe, die mich an ihn erinnert. Okay, zu viele Informationen. Ich folge einer eisernen Regel. Nicht fragen, nicht riechen. Trotzdem, wenn Sie wissen, wo ich meinen Freund finden kann, wäre mir das eine große Hilfe. Oh ja, sicher. Er lebt in den Sümpfen der verlorenen Zeit. Ohne die Wegbeschreibung, die er mir gab, findest du nie zu ihm. Und die Wegbeschreibung ist irgendwo in meinem automatischen Karteisystem. Großartig. Kann ich die Wegbeschreibung haben? Leider nein. Vor einiger Zeit ist Pongo, mein Karteiaffe, durchgebrannt. Er war der Einzige, der das automatische Karteisystem bedient. Tja, deshalb habe ich keine Ahnung, wie ich die Wegbeschreibung finden soll. Aber wenn du es selbst versuchen möchtest, nur zu. Hier sind alle nötigen Schalter. Okay. Danke. Dann will ich mal gerade nachschauen. Wie war denn das nochmal? Mal gucken, was das jetzt bringt. Das ist irgendein Dokument. Ah, da steht ein Name. Adeline A. Apricot. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Ja. Dave? Ja? Wie hieß der nochmal? Kann ich das nochmal machen?
Ich suche immer noch einen nasenlosen Piraten. Und weißt du inzwischen, wie er heißt? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist zu schade. Natürlich. Selbst wenn ich den Namen des Piraten wüsste, es würde keinen Unterschied machen. Ohne Pongo finde ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Ja, ja, ist ja gut. Ich glaube, ich schreibe mir das aber doch nochmal auf. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Genau. So, dann, doch nochmal auf ein neues. So, bitteschön. Hör auf, mich mit dem Zeug anzusprühen. Tut mir leid, aber ich wollte ganz sicher sein. Zu wem, sagten Sie, gehört dieser Geruch? Wie schon gesagt, er gehört zu Newton D. Erroneous. Danke. Okay. Newton D. Erroneous. So, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind halt die, Buchstaben, also die Symbole für die Anfangsbuchstaben. Von daher schauen wir mal. Steuerung bitte. Gut, der erste fängt mit N an. N ging, glaube ich, bis zum Affen. Also da hat das, glaube ich, angefangen. Genau, das wäre dann Affe. I wäre Hase, das kann bleiben. Und Erroneous wäre dann ein Baum. Ja, dann schauen wir mal. Sollte ja geklappt haben. Das ist eine Wegbeschreibung zu Pegnoses Haus. Komisch, sieht eher aus wie ein Fahrplan. Ja. So, das ist allerdings die Sache, das brauchen wir danach für das Floß. Ich überlege gerade, soll ich mir das abschreiben? Ich denke, wir können das einstecken, oder? Dankeschön. Kriegen wir schon hin. So. Wir gehen dann erstmal. Okay, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Sind irgendwelche Ecken, wo wir noch nicht waren? Hinten eventuell, aber ich glaube, das sollte auch einigermaßen passen. Irgendwas brauchten wir, glaube ich, noch, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Da ist der Köderladen. Und die guten Rettungsringe. Ne? Du willst jetzt eigentlich nicht weiterlaufen, oder wie? Okay, dann eben nicht. War da nicht noch irgendwas mit Schachspielern? Schon, wir waren in dem Haus noch gar nicht drin. Scherei. Wer auch immer hier lebt, muss ein laufender Meter sein. Okay, dann hat sich's auch erledigt. Irgendwo müsste doch hier noch Dings sein. Schachspieler, oder? Ja. Bitte einmal vollsprühen hier. Oder habe ich das falsche in Erinnerung? Waren die woanders? Na, hier geht es sich erstmal nicht weiter. Ganz
Sly werden ja keine Schachspieler rumlaufen. Was haben wir denn eigentlich draußen noch an Möglichkeiten? Ah, hier nicht so viel. Können wir mal ins Gerichtsgebäude reinschauen. Vielleicht waren sie ja da auch drin. Ah ne, hier sind wir, okay. Wir haben zumindest schon mal eine Wegbeschreibung zum... zu Peck-Nose Pete. Ein malerischer kleiner Park. Ah ja. Hast du noch irgendwas Neues zu erzählen? Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen, glaube ich. Tatsächlich nicht. Naja, war nicht nah genug dran. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Nö. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denn. Ah nee, Quatsch, wir müssen auf jeden Fall zu den Schachspielern vorher. Wo waren die denn noch? Ja, ich gehe nochmal nach draußen. Vielleicht gibt es jetzt auch irgendwie noch ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Nee, nicht wirklich. Ach, da oben vielleicht. Warte mal, das könnte sein. Ich glaube, hier oben war ich ja noch nicht. Kann ich da hoch? Kann ich? Es bringt nur nichts. Okay. Bevor wir großartig rumrennen, ich suche mal kurz nach. Und guck mal, wo diese Schachspieler sind, weil mir ist gerade eingefallen, ich brauche tatsächlich noch was von denen, um dann gleich weiterzukommen. So, ich habe die Schachspieler gefunden. Stimmt, wir sind ja da ganz am Anfang schon dran vorbeigelaufen, also in einer der ersten Folgen. Allerdings, bin ich da unten am Hafen nicht weitergekommen. Wie gesagt, die Steuerung ist nicht so wirklich pralle. Okay, Jan, ich glaube, wir müssen mit dem Dicken anfangen. Ja, mit dem Dicken. Ja. Ihr Freund ist anscheinend sehr konzentriert. Ist dir das auch schon aufgefallen? Senor Castaneda spielt außergewöhnlich diszipliniert. Sobald er sich in einer Aufgabe vertieft hat, kann ihn nichts und niemand ablenken. Außer? Ja? Tja, er ist scharf auf Brittany, die Bankmaus. Interessant. Aha. Castaneda hat also eine Schwäche für die Kleine am Schalter, was? Oh ja, er trägt immer ein Bild von Brittany über dem Herzen. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Vielen Dank. Das ist doch meine, sehr interessante Information. Ja? Brittany, hallo? Brittany, wo? Tut mir leid, ich hatte wohl einen Blackout. Hi, Brittany. Brittany, wo? Oh, verdammt. Das muss die Aurora Borealis gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Die beiden würden mir vermutlich die Hand abhacken. Kann ich ihn nehmen? Finger weg. Wir stoppen damit unsere Zeit. Ja, ich glaube, wir müssen mit dem anderen ein bisschen reden. Ja. Da
Darf ich als Nächster? Sicher, wenn es dir nichts ausmacht, einige Stunden zu warten. Oh, warum so lange? Ich sage dir warum. Weil sich dieser Fettarsch von Pirat hier nicht länger als 2 Minuten konzentrieren kann. Was kann ich dafür, wenn mir so viele wichtige Fragen durch den Kopf gehen? Du meinst vermutlich Essensfragen, was? Das ist ja unerhört. Es ist unerhört, dass du nicht siehst. Bist du endlich fertig? Oh nein, das dauert noch Stunden. Na toll. Wow, jede Menge Schokoriegel. Wo? Guter Zug, Schlaumeier. Das zählt nicht. Du kennst die Regeln. Was liegt, das liegt. Aber. Regeln sind Regeln, Kumpel. Gut. Ah ja, okay. Dann können wir den jetzt nochmal ab. Und? Ja? Hi, Brittany. Brittany, wo? Oh, guter Zug. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das gilt. Und ob ich das will? Du elender Betrüger. Wer hat denn behauptet, dass Regeln Regeln sind, Schwachkopf? Gut, du willst einen Zug? Hier hast du einen Zug. Das nennst du einen Zug? Das ist ein Zug. Das kannst du nicht machen. Ach nein? Und wer soll mich daran hindern? Flohsack! Na gut, jetzt können wir uns wenigstens mal die Uhr holen. Softrocker! Käsefresser! Okay. Wallenquäler! Alles klar, dann ja, auch wieder leicht überzogen, aber hey, passt ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und damit können wir jetzt endlich mal zum Floß und hier auf die Insel, so wie es aussieht. Vielen Dank, macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.